Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei dartsturm.de. Und heute, ja, was soll ich sagen? Es ist die WM 23/24 und die steht ja voll und ganz im Sinne von diesen Molded Flight Systemen. Condor ist K-Flex, was es nicht alles gibt. Und da habe ich euch auch was mitgebracht. Die neuen Union Flights von Bulls im März Lounge 24 inzwischen. Und nicht nur die sind dabei, sondern auch noch neue Spieler-Darts, neue Serien-Darts. Und die schauen wir uns heute nach dem Intro an. So, dann fangen wir an mit den Bulls Union Flight System. So sieht die Verpackung aus. Ziemlich ähnlich zu K-Flex in der Tat. Und ich habe euch jetzt hier mal schwarz und gelb mitgebracht. Und jetzt hole ich die mal raus. Dann schauen wir uns die mal an. Das Tolle an diesem Molded Flight System, egal von welchem Hersteller, ist ja dann letztlich, dass der Flight und der Schaft zusammenhängen. Sieht dann quasi so aus. Ich hole mal raus. Und dadurch der Flight und der Schaft sich nicht voneinander lösen können. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, wie stabil ist so ein Material, wie flexibel ist so ein Material. Wirklich verdrehen lässt sich das jetzt zum Beispiel im Vergleich zu K-Flex nicht. Es hat aber auch wieder diesen perfekten 90-Grad-Winkel, ist ein bisschen durchsichtig. So von der Optik erinnert es mich ein bisschen an Condor Zero Stress. Es ist relativ hart, nicht ganz so hart wie Condor, würde ich sagen. Hier ist es eher glänzend, hier unten ist es eher matt vom Design her. Haben auch das Bulls-Logo drauf, gibt es in drei verschiedenen Längen. Also so sehen die dann aus. Eigentlich ganz schick. Kannst du mir mal ein Dart geben? Dann zeige ich euch mal, wie das auf einem Dart aussieht. Du hast die freie Wahl. Der liebe Ruffy von der RDL macht nicht hier gerade die Kamera-Settings. Oh ja, bitte schön. So, er hat mir einen Shot Dojo gegeben. Wunderbar, wir drehen dann nicht auch noch ein Shot-Video. So. Und dann sieht das Ganze so aus auf einem Dart. Hat auch hier einen schönen Übergang. Die stehen jetzt nicht irgendwie über. Fühlt sich echt gut an. Ist auf jeden Fall eine Alternative zu Winmo Fusion, K-Flex und Co. Auch der Preis ist halt super interessant. Also ich glaube 7 Euro kosten die. Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Und ja, das sind die neuen Union Flights, die es ja in der Tat in Gelb, in Schwarz, in Weiß und in Grün gibt. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der wirklich alle Molded Flights schon durchprobiert hat. Ich bin immer dankbar für euer Feedback hier. Aber es gibt noch viel mehr neue Sachen. Zum Beispiel einen neuen Dart von Dirk van Dijvenbode. Den habe ich euch auch mal mitgebracht. The Titan Over Genius Edition Nummer 2. 90% Tungsten, komplett in Schwarz gehalten, mit ein paar orangefarbenen Highlights. Warum orange? Ja, er ist Holländer. Oranje. So sieht das Ganze aus, mit passenden Flights dazu, schwarzen Schafts und eben den Darts. Holen wir mal schnell raus. Da. Yep. So sehen die guten Stücke aus. Barrelform sehr, sehr ähnlich zu den bisherigen. Vorne die drei orangenen Ringe, Bulls-Logo in der Mitte. Auf der Rückseite dann das Over Genius Signature noch drauf, das ist ein Autogramm. Schwarze Stildartspitzen, Form auch ähnlich zu diesen Phantom Darts, die es ja gibt. Und wenn ich jetzt mal so schaue, erstmal Flight runterwerfen, ganz wichtig. Typisches Problem, sag ich mal, von beschichteten Darts. Der Grip ist etwas schwächer als bei den normalen, aber fühlt sich trotzdem sehr fein und sehr griffig an. Ich würde ihn in der Tat wieder dann ungefähr da hinten halten. Nase kann man gut, Finger zur Orientierung mit drauflegen. Das ist ein richtig schicker Dart. 90% Tungsten gibt es als Steel- und Soft-Dart. Richtig schicker Dart. Perfekt. Weiter geht's mit Nichtspieler-Darts, nämlich den neuen Sylvian Darts. Sylvian, schön blau gehalten, 90% Tungsten. Den gibt es nur als Steel Dart, in der Tat, aber dafür in mehreren Gewichten. Und er kommt in dieser schicken Verpackung und hat eine richtig coole Optik in Blau und in Silber. Holen wir auch mal raus. Ta-da-da-da. So sieht das gute Stück aus. Sieht mega cool aus. Der Grip ist auch eckig vorne. Schwarze Schäfte, typischen Flights dazu. Und ja, die Flights, ich sehe es gerade, die sind auch schön schillernd, diese silbernen Elemente. Kommt auch richtig cool. Und der Grip ist, boah, das ist schwierig zu beschreiben. Also der Grip an sich, er ist eckig, er bietet Feedback in jeder Richtung. Ist so ein bisschen versetzt, erinnert so ein bisschen an die 975 von Target. Die haben ja auch so einen asymmetrischen Grip drin. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so Kacheln. Also richtig cool. Kommst du raus?
Das Blau ist auch nicht zu krass, dass man sagt, okay, das ist so irgendwie ein bisschen kitschig oder so, sondern sieht richtig cool aus. Und man kann ja halt auch wunderschön so in den Fingern spielen und hat dann immer so ein bisschen verschiedenen Grippunkt. Schwarzes Zildert-Spitzenabwerk. Ich würde ihn auch wieder recht weit hinten greifen. Hat auch so ein bisschen einen leichten Übergang dann zum Schaft hier hinten. Und dann haben wir eben ganz viele Ringgrip-Elemente, sowohl hier vorne als auch hier hinten. Ja, und die restlichen Ringgrip-Elemente sind dann eben so versetzt mit nochmal so kleinen Schnitten drin. Richtig schick. Also gefällt mir richtig gut. Ist mal nicht nur so ein typischer, einfacher Ringgrip-Dart. Geil. Wenn wir schon bei geil sind und neue Darts, dann kommen wir zur Luna-Serie. Die Luna-Serie gibt es in drei verschiedenen Barrel-Formen. Auch hier keine Steel-Tips. Nur Steel-Tips, keine Soft-Tips natürlich. Aber dafür drei coole Designs. Alle haben 90% Tungsten. Alle sind von der Luna-Serie. Dann gehen wir am besten mal durch. Das ist der Triton. Haben auch alle dieselbe Verpackung. Dann haben wir den Neoma. Und dann haben wir noch den Focus. So, und die schauen wir uns das mal nach und nach an. Ja. Der Phobos hat eher ein gerades Barrel, hat so eine Art Knurled Grip. Die Flights sind übrigens auch so sparkling oben, sieht auch richtig cool aus, gerade so im Licht. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Hier vorne und auch im hinteren Bereich so Art Diamant Grip, danach Knurled Grip, in der Mitte eine Unterbrechung vom Grip. Kein Grip-Wunder, würde ich jetzt sagen. Aber bietet viel Feedback tatsächlich. Ja, doch, fühlt sich gut an. Gerade auch die Kombination mit dieser schwarzen Beschichtung und den hellen silbernen Highlights. So ein bisschen gelblich auch mit drin. Also wirklich so ein bisschen wie Mond-Design angehaucht. Sieht richtig gut aus. Breite Grip-Zonen. Die Nase auch recht kurz vorne gehalten. Also auch hier nur ganz kleiner Übergang. Und auch richtig viel Grip in jede Richtung, also auch wenn man so verdreht. Ich würde ihn eher als kleben, nicht so aggressiv beschreiben, also auf gar keinen Fall sowas wie ein Shark Grip. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch für Rear Gripper geeignet, so wie ich es ja bin. Ja, kann man auf jeden Fall für universell greifen. Also auch hier in der Mitte hat er gut Grip, hier vorne Grip. Nur wenn du den Finger hier hast, ist das halt nicht so optimal. So, das war der erste. Dann kommen wir zum Neoma und schauen, was wir da Schönes in der Verpackung dann haben. Der sieht so aus. Auch wieder selbes Design, selbes Konzept, schwarz mit diesen silber-goldlichen Highlights. Vom Grip her. Also vorne, dieser vordere Bereich hier, der ist wirklich nicht ganz so stark, wie ich ihn jetzt erwartet hätte. Hat dann auch eher eine eckige Nase vorne. Hier ist definitiv der Hauptgrippunkt hier hinten, dieser Grippbereich. Der ist auch schön klebend, schön scharfkantig. Und hat hier nochmal so eine Einbuchtung, so einen Orientierungspunkt, wo auch das Bulls-Logo zu sehen ist. Das ist ganz cool, weil du hast den Finger dann so hier hinten dran und dann rutschst du so in diesen Grippbereich rein. Also für jemanden, der den hier hinten greift, echt cool, interessant. Auch nochmal mit Axialrillen drin. Wäre jetzt schwierig, sich zwischen den beiden zu entscheiden. Und dann schauen wir uns nochmal den Triton an. Das ist die dritte Version aus der Serie. Und dann kann ich euch auch sagen, was mein Highlight wäre und welchen ich spielen würde. So, der sieht so aus. Rein optisch gefällt mir der am besten, weil der hat nämlich hier vorne diese Zickzack-Grip-Elemente drin. Schauen wir mal, ob die auch so griffig sind, wie sie aussehen und ob das ja, seinem Ruf oder seiner Erscheinung gerecht wird. So, schauen wir mal. Oh ja. Ah, der ist sogar eckig. Das ist cool. Der fühlt sich so an. Also hier hinten breiter Doppelring-Grip. Den werden viele mögen. Schöner, guter Grip. Die Finger können da schön greifen. Und dann diese Grip-Elemente. Die sind eckig. Also man sieht es so, wenn ich so drehe, dass die so immer ein bisschen schillernd, weil die sind leicht eckig. Das ist kein runder Grip. Also wenn man den Dart wirklich dann an den Punkten so greift, das ist geil. Das gefällt mir echt gut. Nase vorne, da das Bulls-Logo drauf, schön abgerundet. Ja, okay, brauche ich gar nicht viel weiterreden. Das wäre mein Dart, den würde ich spielen. Der gefällt mir am besten von dieser Range. Egal, ob ich ihn hinten als Rear Gripper greife oder dann eben an diesen Punkten. Dazwischen dann ja nochmal so ein Doppelring-Grip-Element. Ja, doch, der Triton, das wäre mein Favorit. Den würde ich spielen, definitiv. So, dann soll ich nochmal im Vergleich zeigen. Yep. 1, 2, 3. Das sind nochmal alle drei im Vergleich. Mein Favorit ist ganz eindeutig der hier. Gefällt mir vom Grip her und von der Aufteilung am besten. Aber alle drei Darts sehen mega gut aus, fühlen sich richtig gut an
und mit diesen verschiedenen Grip-Arten, Grip-Zonen. Bisschen schade, dass es sie nur als Steel-Tip gibt, aber für alle Steel-Dart-Spieler richtig geile Dart-Range. Auch Preis-Leistung ist hier top, 90 Tungsten, die Flights mit dem Glitzer oben drin. Da sind die neuen Luna von Bulls. So, das waren auch schon alle Produkte vom Lounge. Klar, könnte ich euch jetzt noch die Flights einblenden, so zack, 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 haben wir hier mit drin. Gibt es natürlich passend zur Range und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Bulls-Produkten vom Lounge im März 24. Union, Sylvian Lounge, Dirk van Duivenbodigen 2 und die Luna-Serie. Falls ihr noch den Kanal nicht abonniert habt, holt es noch gerne nach, damit ihr noch weitere solche Videos seht und keine verpasst. Dann bedanke ich mich fürs freundliche Zusehen und bis bald. Ciao.